Moin Leute und willkommen zu einer neuen Videoantwort. Mich haben gleich zwei Leute auf ein Thema getaggt und das sind zum einen der DuckyAG und zum anderen der Neefktendo. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ja, das Thema lautete, zu welchen Spielen wir uns eine Fortsetzung wünschen oder einen zweiten Teil. Ich bin mal meine Spiele durchgegangen, habe mir alles genau angeguckt, wo ich mir eine Fortsetzung gerne wünschen würde oder einen zweiten Teil. Und ja, jetzt habe ich hier zwei Wii-Spiele herausgesucht und ein 3DS-Game. Ja, bei den Wii-Spielen, da wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass es eher für die Wii U erscheinen würde. Wenn es dazu kommen sollte, würde ich mir auf jeden Fall sehr wünschen. Und das erste Spiel, was ich habe, ist Silent Hill Shattered Memories. Ein wirklich geniales Spiel und eine Fortsetzung würde ich mir davon jetzt irgendwie nicht wünschen. Denn ja, das Ende, das ist eigentlich gar nicht offen, aber ein neuer Teil wäre nicht schlecht, für die Wii U wahrscheinlich. Würde ich wirklich begrüßen und sehr, sehr feiern, denn das hat wirklich Spaß gemacht. Das Ende ist wirklich genial. Und ja, der Gruselfaktor ist eigentlich auch nicht zu kurz gekommen in diesem Spiel. Gerade weil es mit der Steuerung ziemlich beknackt war, aber ja, ich sag mal, das hat einem jetzt irgendwie, klar, es war zum Kotzen, aber ich meine, umso mehr Angst hatte man denn, dass die Zombies einen anspringen, weil man musste halt ganz komische Bewegungen mit der Remote und dem Nunchuck machen. Und ja, Silent Hill, ich hoffe, da kommt was für die Wii U raus. Kommen wir zum nächsten Wii-Spiel und zwar ist das Xenoblade Chronicles, ein Action-RPG, was es wirklich in sich hat. Am genialsten finde ich ja die Story daran, denn die ist so dermaßen lang, recht umfangreich, teilweise kompliziert und hat Wendungen drin, da träumt der Papst von. Also die Story ist etwas, was das Spiel ausmacht und es ist eins der besten RPGs, die ich gespielt habe. Und auch eines der längsten. Ich saß an dem Spiel über ein Jahr, hatte teilweise 2-3 Monate Pause dazwischen, weil das Spiel so dermaßen schwer ist und ich echt keinen Bock mehr teilweise hatte. Ich hatte ja mal eine Review zu dem Spiel gemacht und zu dem Zeitpunkt hatte ich eigentlich gedacht, ich bin fast durch mit dem Spiel, vielleicht noch ein paar Stunden zocken und dann, ja, war's das. Doch wenn ich jetzt darüber nachdenke, würde ich mal sagen, ich war vielleicht bei einem Drittel des Spiels, um mal so ein bisschen die Länge anzudeuten. Zudem, dieses Spiel hat wirklich geniale Landschaften. Die sehen so unglaublich gut aus. Das Leveldesign ist auch wirklich toll gestaltet. Die Rüstungen, die es dort gab, die sahen eigentlich auch ziemlich gut aus. Ich hatte gehört, man kann sie sich da irgendwie selber schmieden, aber das habe ich irgendwie nie rausgekriegt. Vielleicht war es auch nur ein Gerücht. Aber trotzdem, die man sich da so kaufen konnte, sah eigentlich auch nicht so schlecht aus. Warum ich mir davon eine Fortsetzung wünsche? Ganz einfach, weil es ein mega geniales Spiel ist und am Ende wurde etwas gesagt, was eine Fortsetzung jetzt nicht unbedingt ausschließt in meinen Augen. Ich werde jetzt natürlich nicht verraten, was es ist. Wer es wissen möchte, schreibt mir eine PN. Und die Leute, die es gezockt haben, können sich das eventuell denken. Denn ja, der Satz, der da gesagt worden ist, da habe ich mir sehr, sehr lange den Kopf drüber zerbrochen, was das jetzt bedeutet. Und ja, ich bin zum Entschluss gekommen, dass eine Fortsetzung eigentlich gar nicht ausgeschlossen ist. Und ja, von daher würde ich mich über eine Fortsetzung auf der Wii U freuen. Jetzt sind wir auch beim letzten Spiel angekommen, nämlich ein 3DS-Spiel. Es handelt sich um den Landwirtschaftssimulator 2012 3D. Das war natürlich nicht das, was ich euch zeigen wollte, sondern Heroes of Ruin. Ein RPG für den 3DS, was mich von Anfang bis Ende wirklich begeistern konnte. Hab zwar nur 20 Stunden dran gesessen, aber von Anfang bis Ende wirklich Unterhaltung und Spannung pur. Weil, ja, die Story ist ziemlich cool und umfangreich, da gibt es immer wieder was Neues. Die Dungeons, ziemlich cool, sehen optisch richtig cool aus. Der 3D-Effekt kommt super rüber. Die Charakterauswahl, die ist ein bisschen zu kurz gekommen, finde ich, denn man kann sich nur 4 Charaktere aussuchen. So ein Löwen als Krieger, eine Elfe als Magierin, ein Barbaren und ein Revolverhelden, der mit 2 Knarren darum geschossen hat. Den fand ich eigentlich am coolsten. Ja, und der ganze Spielablauf hat auch ziemlich Spaß gemacht, der Multiplayer ganz besonders.
Den konnte ich einige Male zocken und ja, dann war auch wieder Schluss, weil mein Router da irgendwie nicht mitmacht. Keine Ahnung warum. Wer die Review zu dem Spiel nochmal sehen möchte, ich verlinke euch das unten in der Beschreibung. Ist ein wirklich geniales Spiel, eins der besten Spiele, die dieses Jahr rausgekommen sind. Und warum davon ein zweiter Teil denkbar wäre, am Ende wurde etwas gesagt, was einen zweiten Teil echt nicht ausschließt. Ich habe danach auch im Internet recherchiert und ich hoffe, da kommt irgendwie nächstes oder übernächstes Jahr was. Wirklich tolles Spiel, kann ich jedem wärmstens ans Herz legen. Und ja, das war jetzt meine Videoantwort für Ducky RG und Hanif Kdendo. Unten in der Beschreibung findet ihr die beiden Kollegen nochmal und ja, dann könnt ihr euch die Videos von denen auch nochmal angucken. Und ich gehe natürlich nicht aus dem Tag-Video raus, ohne selber welche zu taggen. Zum einen tagge ich so lacht aus vollem Hals. Ja, bei dir bin ich echt gespannt, was du uns zeigen wirst. Könnte richtig interessant werden. Dann tagge ich noch Finchy, Finchmaster. Bei dir bin ich auch wirklich gespannt, was du zu zeigen hast. Du hast ja auch ziemlich viel. Und zum guten Schluss tagge ich noch Norm86 Petersen. Da freue ich mich am meisten drauf, was du da zu zeigen und zu sagen hast. Denn du bist ja auch schon so ein alter Gamer. Und ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, wenn nicht, Daumen runter, Kommentar immer wieder gern gesehen. Und ja, haut rein!